Ich denke, wir sind jetzt online. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur CME-Fortbildungsreihe auf dem ZWP-Online-Portal. Und wir sind diesmal das zweite Mal in Leipzig im Dentale und nach der ersten Live-OP ist heute ein Fall, den wir Ihnen vorstellen wollen, wo es um eine meiner Meinung nach nicht ganz seltene Situation geht. Wir haben immer häufiger Patienten, die auch im hohen Alter noch voll bezahnt sind und dann aus unglücklichen Gründen, durchaus ein Pfeilerzahn oder auch aus parodontologischen Gründen, meistens auch im Unterkiefer, wir eine unilaterale Freihandsituation vorfinden. Dies ist perspektivisch gesehen für die Patienten funktionell sicher nicht ganz glücklich, denn was hätten wir für Alternativtherapien? Und ich denke, Sie bekommen jetzt schon das Röntgenbild auf Ihren Bildschirm präsentiert. Und Sie sehen also, dass wir hier eine Patientin haben, den linken Unterkiefer, fehlen ihr also die Molaren. Und diese wurden vor einem knappen halben Jahr entfernt. Anamnestisch muss man dazu sagen, dass diese Zähne aus parodontologischen Gründen entfernt wurden. Die parodontale Therapie wurde bei der Patientin im Ende 2016 sehr intensiv durchgeführt. Sie ist davor auch schon sehr regelmäßig in der Prophylaxe gewesen. Und wenn man sich das Röntgenbild anschaut, so denke ich, würde man nicht gleich sofort auf das Alter der Patientin schließen. Ich darf es verraten, unsere Patientin ist 74 Jahre alt und hat natürlich den Wunsch, bei dieser Situation weiterhin mit festen Zähnen kauen zu können. Und dies können wir natürlich nur mit Hilfe von Implantaten realisieren. Und das ist das heutige Ziel, zumindest zunächst den chirurgischen Part. Was man im Röntgenbild durchaus auch erkennen kann, ist noch ein klein wenig die Extraktionswunde oder die knöcherne Situation jetzt im Bereich von 3,6. Laut Röntgenbild müsste man durchaus also einplanen, dass man auch eine kleine augmentative Maßnahme heute durchführen muss. Das werden wir dann live sehen und werden wir uns anschauen, inwieweit das notwendig ist. Geplant sind heute zwei Cone-Lock-Implantate im Bereich von 3,6, 3,7 zu inserieren. Die knöcherne Ausdehnung in der Höhe ist durchaus nicht üppig, aber wir können hier ganz sicher mit einem gewissen Sicherheitsabstand auch 9 mm Implantate einsetzen. Und so ist es im Moment geplant. Zwei, die dann auch in der Prothetik durchaus verblockt werden, weil wir uns hier im kaufunktionellen Bereich befinden. Und das ist also das Gesamtziel. Anamnestisch sonst ist noch zu sagen bei der Patientin, sie hat einen kleinen Hypertonus. Ansonsten ist sie kerngesund. Und ich denke, wir können hier ganz entspannt das Ganze jetzt Ihnen demonstrieren. Zum einen soll es dazu dienen, der heutige Kurs oder das heutige Webinar, um das Cone-Lock-Implantatsystem einmal vorzustellen. Wir werden einzelne Schritte durchgehen, Ihnen zeigen und das chirurgische Vorgehen und des Weiteren auch durchaus für den einen oder anderen Einsteiger im chirurgischen Bereich möchten wir zeigen, wie wir das so planen und durchgehen. Die Patientin ist bereits anästhesiert. Wir würden den klinischen Situs Ihnen auch jetzt nochmal zeigen. Wir müssen mal die Kameraeinstellung uns kurz vielleicht optimieren und jetzt versuchen zu demonstrieren. Vielleicht sieht man es auch jetzt hier in der im Spiegelbild. Sie können, denke ich, ganz gut erkennen, wir haben eine ausreichend
das Kinn noch ein bisschen, jawohl. Ausreichend befestigte Schleimhaut. Die Zunge ist durchaus auch von Operateur, ja, ist nicht so klein, aber das werden wir schon gut meistern. Von der Knöchelausdehnung, oral-vestibulär haben wir genügend breiten Knochen, sodass wir hier ganz sauber zwei Implantate inserieren können. Ein kurz zur Erklärung, wie wir das planen, solche Situationen. Im Vorfeld wird eine Situationsabformung genommen und wir planen erstmal auf dem Modell, wo die Zähne prothetisch inseriert werden sollen, die Zähne sein sollen, Entschuldigung, und danach dann die Planung dessen, wie die Implantate, wo die Implantate sein sollen. Sie sehen jetzt mal diese Schiene im Mund mal, so kurz zur Demonstration. Wir planen also hier in dieser Position Regio 3,6 und dann etwas weiter distalisiert 3,7 die zwei Implantate. Wir haben in dieser Schablone solche kleinen Rillen von vestibulär, das erleichtert uns ein klein wenig das Einführen des Bohrers dann. Das sieht man ein bisschen schlecht, aber hier in dem Bereich sehen Sie, da kann ich durch die Schiene hindurchgehen und auch da. Das sind auch die Positionen, die wir im Röntgenbild uns dargestellt haben, in der Messaufnahme, wo wir hinwollen. Und somit haben wir hier auch einen prothetischen Ansatz. Gut. Zunächst wollen wir mal testen, ob die Patientin ausreichend anästhesiert ist, ob sie noch etwas spürt. Liebe Frau L., merken Sie noch etwas? Merken Sie noch was? Gut. Also, wir beginnen mit der krästalen Inzision. Ich schaue aber ganz gerne auch, wo natürlich die bewegliche Schleimhaut ist. Ich möchte dann in der Perspektive, in der Öffnungsoperation möglichst dann schon denselben Schnitt gehen, dass ich also nicht viele Wunden setze und gehe damit hier krästal auf Kieferkamm. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. So, in dem Bereich ist es dann etwas schwieriger. Ich hätte ganz gerne noch eine 12D. Das heißt, wir haben auch mehrere Klingenformen, die uns das Ganze etwas erleichtern. Dann auch entsprechend sauber diese Inzision zu gestalten. Die 12D-Klinge hier in so einer Sichelform macht sich dann im Bereich sehr schön. Nochmal kurz sauber. Auf Knochen direkt, dann um den endständigen Zahn, paramarginal. Und in dem Bereich löse ich und nutze ich ganz gerne den Papillenelevator. Ich versuche das Ganze jetzt so zu machen, dass Sie dennoch ein gutes Bild haben. So, dann nehmen wir das Respiratorium. Wir machen hier einen Full Flap auf Knochen. Und auch lingual ein klein wenig. Jetzt ist wahrscheinlich meine Hand ein klein wenig davor. Entschuldigen Sie bitte, ich werde mich so.
So, und wir stellen also fest, dass wir hier genau in dem Bereich, so wie es uns das Röntgenbild doch darstellte, noch eine kleine Granulationsgewebe haben. Dies werden wir als allererstes hier entfernen, Lappenbereich. Und dann werden wir den Lappen etwas erweitern. Die neue Klinge bitte, nochmal die 15, ja. Und gehen jetzt streng nach Distal Buccal. Das ist eine kleine Entlastung. Bitte sagen. Mhm. Gut. Warte noch bitte. So, Sie sehen, in der Breite haben wir einen sehr, sehr breiten Knochen, aber dennoch haben wir ein klein wenig einen Defekt entsprechend der vormaligen Wurzeln. Das ist noch nicht komplett verknöchert. Das werden wir erst einmal säubern. Es ist nur im oberen kristallen Bereich. Ja, kannst ein bisschen die Zunge abhalten. Jawohl. Gut. Sehr gut. So, als Referenz nehmen wir die linguale Wand. Gut. Jetzt werden wir nochmal die Schiene, die Schablone einsetzen, um zu schauen, wo wir die Implantate platzieren wollen. Gut. Da bewegen wir uns dann direkt in der mesialen Wurzel des 3,6, der vormaligen Wurzel, Alveole. Wir werden ein klein wenig Blut gewinnen. Direkt aus dem OP-Gebiet. Zunge nochmal bitte etwas abhalten. So, dazu nutzen wir so eine kleine Spritze, die Diabetiker nutzen können. Das macht sich sehr praktisch damit. Ich kann jetzt nochmal den vestibulären Lappen an, gehen dort nochmal rein und machen das Granulationsgewebe weg und werden ein klein wenig in der Tiefe das Periost zum jetzigen Zeitpunkt splitten, um dass wir hier dann einen sicheren Wundverschluss durchführen können. Sie kriegen mit, gleichzeitig die Helferin, sie assistiert mir richtig mit, das heißt, sie nutzt gleich die Situation und gewinnt etwas Blut für das Augmentationsmaterial. Gut, der erste Schritt ist jetzt die Positionierung, die Markierung der Implantate. Dafür nutzen wir den Rosenbohrer. Wir hatten vorher geschaut, schon nochmal bei der Schablone, wo wir uns bewegen. Wir sind also genau im Bereich hier der vormaligen mesialen Wurzel, markieren uns an entsprechender Position. Gut.
die erste Implantatposition, in dem Bereich sind wir. Ihr könnt das Ganze auch nochmal kontrollieren und damit demonstrieren, dass wir da an der richtigen Position sind. Vielleicht kann man das erkennen, ja, bin also genau jetzt in diesem Bereich und markieren uns gleich noch das zweite Implantat. Ja, nochmal die Kugel, dass wir die beiden Positionen dann haben. Ich warte mal für den Knochen. Aber dann, okay. Gut. Die Positionen sind markiert und der erste Schritt ist dann mit einem Pilotbohrer die Achsenneigung, die Richtung zu definieren. Dieser Bohrer, ich kriege ja nochmal, ist nicht original Chemlock-Bohrer. Wir nutzen ihn ganz gerne, weil das ein Bohrer ist, der etwas, Sie sehen es, etwas spitzer, etwas schärfer auch ist, mit dem wir also diese Position sicher und sauber markieren können. Jetzt kriege ich den Original 2.0 Bohrer. Das ist der Chemlock Pilotbohrer, der auch dann die Markierung hat. Die Markierung entsprechend den Längen, die es bei diesem System gibt. Einmal die 7, 9, 11 und 13 und bis am Anschlag ist dann die Länge 16 als Implantatlänge. Als Implantatdurchmesser gibt es hier von 3,3, 3,8, 4,3 und 5,0. Und Sie sehen schon, das wichtigste Instrument für mich bei der ganzen Implantation ist eigentlich diese stumpfe Sonde, um einmal das Knochenlager auszusondieren und zu testen, wo wir wie sind. Ich bekomme einmal bitte als Demonstration den Stopper. Diese ersten Bohrungen können Sie auch mit, ja, können Sie auch mit entsprechenden Stops versehen. Hier mal demonstriert an dem zweiten Bohrer, der das Ganze bereits konisch aufbereitet. Gut. Den können Sie auch bei der ersten Pilotbohrung ebenso dran machen. Einfach aufstecken. Gut. So, ich bekomme bitte. Ne, ich kriege einen 3,8. 3,8. 3,8. 9. Beziehungsweise wir können als erstes Ihnen kurz demonstrieren, das erste Implantat. Steht so. Irgendwas im Weg? Okay. Das ist die erste Position des Implantates. Wir werden jetzt, fragen Sie, das zweite Implantat bitte mit den Vorbohrungen machen. So, Pilot, ja. Oder Bachelor besser gesagt, als erstes. So, wir sind also hier mit dem ersten Implantat, das zweite Positionsmarkierung ist hier. Aufpassen, im distalen Bereich sollte man bezüglich der Lingualneigung, bezüglich der lingualen Einziehung, da sage ich aber Ihnen nichts Neues. Hier im vorderen Bereich ist der Knochen deutlich härter
Und damit sehen Sie auch schon, dass wir mit dem Bohrer noch mal kurz sauber machen. Hier geht dann bitte nochmal den 2.0 Bohrer dann jetzt da. 2.0. Kannst du noch mal mit dem Stopper auch ruhig machen, dass wir das noch mal demonstrieren. Das ist der Erweiterer, Fußanlasser. Der Erweiterer ist, hat im unteren einen Durchmesser von 1,7, ist oben bei 2,8. Gut. Bereitet das ganze Bett schon leicht konisch auf. So, jetzt können wir die Formbohrer nehmen. 3,8. Gut. Dann können wir gleich das hintere Implantat auch auf 3,8 im Moment erweitern. Auch hier dann nochmal immer die Sonde, die Stumpfe, die mir einmal die Länge gibt, denn das ist eine Einteilung hier dran und zusätzlich mir ich auch austasten kann, wo wir uns im Knochen bewegen. Ja, bitte 4,3. Das ist bereits die Endbohrung. Das heißt, die Form des Implantatbettes ist damit definiert. Ich werde im hinteren Bereich auf alle Fälle, wenn wir das sehr festen Knochen haben, noch zusätzlich den Kortikalbohrer nutzen, um hier Kortikal für hinten bitte, ja. Gewinde. Alles in Ordnung bei Ihnen, liebe Frau? Ja. Der Kortikalbohrer. Bei sehr harten Knochen sollten Sie das bitte durchaus grundsätzlich machen, um dort auch zumindest Drehmoment gesteuert auf das Implantat einsetzen zu können. Es ist sonst zu hart, es besteht die Gefahr, dass sonst die bei den Einbringhilfen da was abbricht und dann haben sie eher mehr Ärger. Das ist der Gewindebohrer. 4,3, auch hier das im hinteren Bereich. So, Entschuldigung. Geringfügig bitte die Umdrehung wählen und dann jetzt rückwärtig. Das aktiviert die Helferin. Gut. Hier im vorderen Bereich brauchen wir es nicht. Machen wir mal vorwärts bitte. Vorwärts.
Gut, rückwärtig. Nur für den oberen Bereich. Sehr gut. Somit ist zum jetzigen Zeitpunkt das Implantatbett fertig aufbereitet. Und wir können es, jawohl, wir können diese Implantate inserieren. Ich bin ein Freund der händischen Insertion, also nicht maschinell. Ich habe ganz gerne, warte kurz, ich habe ganz gerne das, fahren Sie mal bitte kurz abhalten, wir müssen das nochmal kurz zeigen. Ich bin ein Freund des Händischen, weil ich habe ganz gerne das Gefühl, wie stark ist es, ich möchte die Taktilität auch noch spüren. Und das habe ich einfach mit dem maschinellen Einbringen nicht. Kurz zu dieser Verpackung, die ist bei dem Conelock, auch bei Chemlock-System jetzt relativ neu. Sie können jetzt aber hier relativ einfach dort auch die maschinellen Einbringhilfe reintun und das Ganze aufklicken. Das ist durchaus praktischer. Für das Händige ist es ja eigentlich auch egal. So. Fahren Sie jetzt raus? So, dann die Ratsche bitte. Ja. Aufpassen mit dem Saugnummer. Ja, halt Zunge halten. Aufgrund der großen Zunge muss man jetzt, braucht man seine Assistenz. So, beim Einbringen wäre zu beachten, oder die Conelock, Chemlock-Systeme haben ja eine Nut. Dieses Chemlock-System ist also ein System ist das Conelock-System, so wollte ich sagen, Entschuldigung. Und dieses System ist also indexiert. Das heißt, es gibt drei Nuten und das ist sicher auch ein bisschen die Philosophie von dem anderem System der Firma, also dem Chemlock-System, wo wir drei, Moment, ich muss kurz schauen, so, wo wir diese drei Nuten haben, um dann diese Aufbauten entsprechend vernünftig zu platzieren. So, und die sollte bestenfalls nach vestibulär zeigen, und zwar mit dem Gedanken, dass die Aufbauten, die wir dann haben, die Standardaufbauten, dass diese auch exakt positioniert sind und wir nutzen können. Natürlich im Zeitalter des CAD-CAM und der CAD-CAM-Technologie und den Nutzen von Titan-Klebebasen ist es sicher nicht mehr zwingend notwendig, aber gerade in diesen Situationen, wie Sie sich hier vorfinden, wie ist das Ganze, die ganze Versorgung mit Standard-Abutments gut zu lösen. Ja. Zunge nochmal bitte. Zunge nochmal. Jawohl. Und jetzt, Sie sehen, der Einbringpfosten. Moment. Hat sich hier jetzt schon etwas gelöst. So. Und vielleicht sieht man jetzt bei diesem Implantat diese Nuten. Ich werde sie nochmal extra zeigen. Es sind drei Stück, die einen Abstand oder einen Grad, Abstand von 120 Grad haben. Und sind also auch gekennzeichnet beim Einbringinstrument, beim Einbringpfosten und somit ist es relativ leicht, das zu sehen.
Ich setze die Implantate leicht subkristall, zumindest die Referenz von lingual. Alles in Ordnung? So, und jetzt sieht man, denke ich, mal ganz gut diese Nut. Das ist einmal hier. Die wird fortgeführt auch bei diesem Einbringpfosten und entspricht also dann auch der Nut im Implantat. Bei dem Kohnlock ist es so, dass die Nut tief sitzt im Innendesign, im Innengewinde. Das heißt, der 7,5 Grad Konus ist oben drüber. Und, ja, Franzi, geht. Und es ermöglicht uns natürlich eine saubere Positionierung der Aufbauten. So, die Implantate sind inseriert. Logischerweise das hintere, ach ja, wir werden nochmal richtig, das hintere Implantat mit einer höheren Primärstabilität als das vordere, aber auch das vordere vollkommen ausreichend, um hier eine sichere submukose Einheilung zu gewähren. Wir werden jetzt die Pfosten nochmal einsetzen zum Foto. Ganz kurz. Ja. Zack. Okay. Wie Sie sehen, ist auf der vestibulären Seite und leicht im Bereich zwischen den Implantaten ein kleines knöchernes Defizit. Das werden wir jetzt etwas augmentieren. Zunächst schrauben wir aber die Abdeckkappe ein, die Abdeckschraube. Die verschließt das Innendesign. Und wie Sie vielleicht gesehen haben, ansonsten sage ich Ihnen nochmal, das Kohnlock-Implantatsystem hat eine Implantatschulterfläche, welche maschiniert oder poliert ist. Zusätzlich ist es angeschrägt in dem oberen Bereich von 0,1 bis 0,2 mm und diese Anschrägung ist auch rau. Und dies Ganze bewirkt ein klein wenig auch, dass wir hier ein Überwachsen des Knochens dann erzielen können. Des Weiteren ist sicher charakteristisch, dass es wie jedes konische Implantatsystem wir hier einen integrierten Plattform haben, einen integrierten Plattform-Switching haben. Hängt damit zusammen, weil die Aufbauten im Durchmesser kleiner sind als der Implantatdurchmesser. Und die Aufbauten liegen also auf dieser maschinierten Implantat-Schulterfläche und das Schöne durchaus auch ist hier, dass diese Konus nicht beansprucht wird, bei der Abdeckschraube schon gleich gar nicht, aber auch bei den Gingiva-Former oder bei dem Abdruckpfosten dann, weil dieser Konus dann nicht in Berührung kommen miteinander, sondern es liegen diese Aufbauteile direkt auf dieser Schulter auf und damit können wir sicher gehen, dass der Konus erst mit der definitiven Versorgung beansprucht wird. Sie sehen jetzt hier Bug. Ja, mal schauen, ob man das gut erkennen kann. Ich habe das Bild von der einen Kamera leider nicht, aber Sie sehen vielleicht hier ein Lateral bei dem Siemer-Implantat ist ein klein wenig, wo was fehlt und bei dem Sechser ein klein wenig mehr. Und zusätzlich werden wir hier diesen oberen Bereich, wo die vormalige Wurzel war von dem 3,6, werden wir dort auch ein klein wenig augmentieren. Ich bin ein Freund von dem Nutzen von eigenen Spänen. Die Bohrer hier jetzt haben leider gar nicht uns irgendwelche Bohrspäne generiert. Das ist immer noch auch eine nette Variante, um hier zusätzlich ortsständigen Knochen zu bekommen. Insofern werde ich jetzt hier ein klein wenig an den Unterkiefer gehen und mit einem Knochenschaber mir hier kleine autologische Späne generieren. Die Franzi kommt gerade noch mal mit der Spritze, weil sie gerne noch etwas
Blut hätte, weil diese Knochenspäne werden wir dann noch zusätzlich abdecken mit einem xenogenen Knochenersatzmaterial, Bovinaer Herkunft. Bitte nochmal sagen. Und hier in dem Bereich, es wird ein bisschen drücken jetzt, ne? Generiere ich mir jetzt hier die Knochenchips. Mal hier vorne noch mit abhalten, bitte. Nee, mitten raus. Das Schöne ist, dass man hier jetzt relativ viel. Vielleicht sieht man auch mit der oberen Kamera das. So, man schabt über den Knochen und gewinnt doch relativ einfach, sehr, sehr gut hier diese Späne, die natürlich die osteointuktive Funktion auch übernehmen und zusätzlich dann noch mit den, ja, kleinen, ja, ach so, nee, ich hätte gerne, ja, gib mir kurz aus, mir doch eine kleine langt. So, den ersten Teil, den sammeln wir, den möchte ich dann noch zusätzlich auch ein bisschen mit vermengen. Sie haben jetzt schon gehört, die Frage von der Assistenz. Also wir nutzen auch eigentlich ausschließlich, wenn ich hier augmentiere, dann eine Membran. Ich sehe darin eigentlich nur Vorteile. Es muss das Augmentat stabil bleiben und deswegen werde ich auch die Membran immer pinnen, denn wir sind leider nicht ständig dabei, wenn unsere Patienten dann unsere Praxis verlassen, nochmal distal sagen, ob sie wirklich sich an die Dinge halten, wie wir es so sagen. Und wenn dann doch vielleicht alles wunderbar lief, wird viel erzählt und dann ist ständig dort Bewegung drauf. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Und insofern wird bei mir die Membran ständig und ausschließlich fixiert und das geht mit den Pins eigentlich sehr, sehr gut. Ich kriege dann noch mal den kleinen Bildschirmbohrer. Also, gut. Na, passt nicht. Das reicht schon, brauche ich mehr. Das ist viel zu viel. Ja. Das ist schon. Mhm. Ja. Des Weiteren werde ich jetzt hier in dem Bereich ein klein wenig die Kortikalis löchern, um eine gute Blutversorgung hier zu bekommen. Etwas anpinnen sozusagen hier, dass das Augmentat dann gut durchblutet wird. Diese Situation, denke ich, haben wir in diesen Bereichen ziemlich häufig. Vorderen Bereich heute. Gut. Ich krieg noch mal den Knochenschaber dann. Gut. Die Trepan, die Bohrung, die versuchen wir mal noch ein bisschen zu zeigen. Ist natürlich im distalen Bereich etwas schwierig. Dann nehmen wir den kleinen Spiegel, vielleicht kann man das damit besser zeigen. Da sehen Sie es. Ja, da habe ich also dort jetzt ein klein wenig lateral. So, dann kriege ich bitte als erstes die Membran. Wir nutzen hier eine Kollagen, eine BioGuide-Membran.
Und das können wir in diesem Kit jetzt, dann würde ich den noch ein klein wenig schneiden, kriege ich nochmal die Schere. So, entsprechend der anatomischen Gegebenheiten wird sie hier adaptiert. Ich bekomme den ersten Pin. Sinnvollerweise versuche ich jetzt gleich hier ein Löchlein zu nutzen, was ich mir hier schon etwas vorgepinnt habe. Ja. Gut. Und das ist gut, wenn man eine entsprechend ausgebildete Assistenz hat, die dann auch diesen Part übernehmen kann. Der Nummer 1 und den zweiten Pin. Ich versuche jetzt mal. Gut. Gut. Jawohl. Es bleibt bei den beiden, das reicht. In der Länge reicht es auch, alles gut. Oh, warte, hier vorne. Ne, der hintere. Doch. Gib mir nochmal einen zweiten, noch einen dritten bitte. Ja. Die zwei reichen jetzt nicht aus, wir müssen doch noch einen dritten hinsetzen. So, wunderbar. Jetzt haben wir uns damit eine, ja, so eine Tasche auch generiert, die wir nutzen können. Ich kriege nochmal kurz den Schaber, bitte. Hier im Übergang möchte ich noch ein klein wenig das harmonisieren. Das kann weg. Okay, wunderbar. So, und als erstes bekomme ich jetzt bitte den autologen Knochen, diese die autologen Späne. Na, Herr Bien, bitte. Die wir jetzt direkt auf die Implantatfläche adaptieren. So dass das Implantat also wirklich eigentlich von autologen Knochen jetzt bedeckt ist. Und du darfst noch mal kurz sagen, das da. Gut, gut, gut. Mhm. Etwas. Ja, war fast zu viel, gut. Im hinteren Bereich etwas, dann kann man auch in diesem Defektbereich was applizieren. So, und ich bekomme jetzt bitte noch die. Wenn Fragen sind, dürfen Sie, denke ich, schon gerne in den Chatbereich Fragen stellen. Ja. Ja. So, und als nächstes kommt dann das xenogene Material, bovinaer Herkunft, in dem Fall hier das BIOS, einfach auch als Resorptionsschutz in dem Bereich, wo wir gerade die autologen Knochenchips appliziert haben und um den Defekt der zwischen den beiden Implantaten war, ist, abzudecken. Stopp, nochmal saugen. Gut. Nochmal ein ganz klein wenig, bitte. Masse? Ja. Und als nächstes wird dann die Membran nach lingual umgeklappt.
Dort wird sie nicht gepinnt. Und dann ist in meinen Augen und in unseren Augen durchaus hier dieses Argumentat gesichert, lagestabil und kann uns um die Implantate doch ein sauberes Ergebnis, zum sauberen Ergebnis führen. Gut, kommen wir zum Nahtverschluss oder Wundverschluss besser gesagt. Wir nutzen da bei der, wenn wir augmentieren, logischerweise als erstes eine Haltenaht und dies führen wir durch mit dem PDFE-Naht, also Polytetrafluorethylen. Und diese Haltenaht wird schon so gesetzt, dass da also ein, mehr oder weniger ein Wundverschluss generiert werden kann. Wir haben ja im Vorfeld bereits das Periost leicht geschlitzt, wobei wir hier lateral nicht so viel augmentiert haben jetzt, um dass wir da viel Bewegung brauchen im Laterallappen. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass der Wundverschluss absolut spannungsfrei erfolgt. Und Sie haben es vielleicht gesehen auf die Eile, ich habe es schon mal getestet, also ich ohne Belastung kann ich hier diesen vestibulären Wundrand nach lingual verlagern, ohne dass irgendwas spannt. So, die Haltenaht ist in Form einer horizontalen Matratzennaht. Und da wären bei dieser Dimension durchaus 3-4 Nähte von mir appliziert, gesetzt. Ich versuche das Ganze. So. Diese Fäden bleiben, die Saltefäden bleiben 14 Tage in situ. Sie sind auch sehr, sehr geschmeidig, das heißt von den Patienten werden sie gut angenommen, stellen also auch keinen Reiz dar. Wir erleben es häufig, dass dann durchaus die Fäden etwas einwachsen auch. Also insofern sind sie sehr, sehr verträglich und deswegen können wir es auch ruhigen Gewissens 14 Tage belassen. Gibt uns eine gewisse Sicherheit. Gut. Danach erfolgt der weitere Wundverschluss in Form von nicht resorbierbaren monophilen Fäden. Wir nutzen da dann das Nahtmaterial Resolon. Kannst du weggehen, Franzi? Die Anästhesie lässt schon ein klein wenig nach. Einen kleinen Knoten.
richtig. Guck mal nochmal rein, bitte. So, wir machen gleich distal, im Entlastungsschnitt auch gleich diese Naht mit PDFE-Faden. So. Fragen sind bisher, glaube ich, wurde mir bisher noch nicht zugestellt. Die Patientin ist sehr, sehr tapfer, macht das wunderbar. Sie ist immer auch sehr dankbar, dass sie sich auch bereit erklärt hat, ein bisschen das Ganze hier mitzumachen. Und so, sie ist sogar jetzt, am Anfang hat man mit ihr gesprochen, ob wir einen Keil auf der anderen Seite tun oder nicht. Und sie hat gesagt, nee, wir probieren das mal ohne. Und ich muss sagen, es klappt wunderbar. Sie hält hervorragend den Mund auf. Also da schon mal vielen Dank. Gut, Sie sehen jetzt, damit ist die Wunde soweit schon verschlossen. Wir versuchen noch mal kurz, Ihnen das zu demonstrieren, zu zeigen. Da sehen Sie schon, die Wundränder komplett adaptiert. Das kommt jetzt oben drauf. Die Naht, die schon ansprach mit den Resolonfaden. Also der Git monofiler, nicht resorbierbarer Faden. Diese Fäden, da befreien wir die Patientin dann schon ein bisschen eher davon. Diese Naht wird dann nach 7 bis 10 Tagen zu 80%, möchte ich behaupten, nach 7 Tagen entfernt. So auch hier, zumindest planmäßig. Und wenn der erste Schnitt sehr sauber erfolgt ist, dann ist also auch die Naht in aller Regel sauber zu lösen. Wie ist der weitere Fahrplan bei der Patientin? Also wie gesagt, nach 7 bis 10 Tagen erfolgt die erste Nahtentfernung dieser blauen Resolonfäden. Nach 14 Tagen werden die PDFE-Fäden entfernt und die Eröffnung, die für mich ein sehr wichtiger Schritt dann auch ist, und wenn wir augmentativ tätig sind, dann gibt es bei mir immer eine submuköse Einheilung, also keine transgingivale Einheilung. Bei der Eröffnung, die dann in dem Fall nach ca. 3 Monaten erfolgt, 3 bis 4 Monaten, werden wir schauen, ob wir hier Weichgewebstechniken anwenden müssen. Tendenziell nicht, denn wir hatten durchaus eine ausreichend befestigte, also attached Gingiva, um dass wir hier die Eröffnung nur mit einer gewissen Verschiebung gestalten können. Ist das nicht der Fall in solchen, also bei solchen Situationen, dann ist unser Prozedere, dass wir hier bei der Eröffnungs-OP ein freies Schleimhauttransplantat aus dem Gaumen transplantieren, um dies zu generieren, also die befestigte Schleimhaut. Denn in unseren Augen spielt das dann auch eine sehr entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg dieser Implantatversorgung. Im Seitenzahngebiet durchaus dann
Standard-Gingiva-Former oder eine Ausformung mit Hilfe von diesen Standard-Gingiva-Formen. Da gibt es drei Formen bei dem System: einmal die zylindrischen, geraden, White Body und Bottleneck. Bottleneck, in das man noch generieren kann, Weichgewebe. Sollte man dann nochmal tauschen für die Prothetiker vielleicht unter Ihnen. Und als Abutments dann die Standard, eventuell auch, was sehr schön geht, ist mit Hilfe der CAD-CAM-Technologie die gefrästen Titan-Abutments. Da gibt es über das Steadicam, kann man das durchführen lassen, bekommt man sehr, sehr schöne zahnähnlich oder zahnbeschliffen oder Situationen oder Abutments, die einem beschliffenen Zahn sehr ähneln, und kann dann die Versorgung gut lösen. Als Versorgung hier obendrauf dann, da wir uns im Kau-funktionellen Bereich befinden, werden diese, und wir nun nicht übermäßig starkes Knochenangebot, auch viele Knochenangebot hatten und damit Implantatlager haben, und wir sie nur sehr oder relativ oder kürzere Implantate einsetzen konnten, würde hier das prothetische Konzept die Verblockung sein. Ordentlich gestaltet ist damit auch eine Reinigung interimplantär sehr gut möglich, und auf lange Sicht ist damit der Patientin geholfen. Ihrem Wunsch können wir nachkommen mit ja, implantologisch doch relativ geringem Aufwand, sage ich jetzt mal so, sie festsitzen zu versorgen. Das war die letzte Naht. Wir machen kurz das Ganze etwas sauber. Mal sauber. Zeigen Ihnen dann den Wundverschluss. Und wenn keine weiteren Fragen, ich meine, die Fragen sicher dürften Sie auch hinterher nochmal stellen. Auch, ich denke, es gibt dann auch die Möglichkeit, das Ganze über E-Mail und dergleichen zu lösen. Ja, in der Aufnahme, jetzt sieht man es ein bisschen, ja, das ist also der Wundverschluss dann. Das heißt dann noch, das Kinderbild, ja. Jawohl, das ist sehr schön, sehr gut. Jetzt sieht man es sehr gut, denke ich, in der Aufnahme, dass wir also hier die Haltenähte haben und dann die, Befestigten. Jetzt gehen wir dann dorthin. Dann. So, ich sehe gerade, mir wurden noch die ein oder andere Frage jetzt gerade mitgeteilt. Da geht es primär um die Hand- und Winkelstücke mit der Untersetzung, das ist 1 zu 5. 1 zu 20, Entschuldigung, sehen Sie. Also 1 zu 20 bei dem Winkelstück, das Handstück ist 1 zu 1. Was wir haben, und das ist vielleicht zu erwähnen, wir haben hier einen Implantatmotor, wo ich mit meinem Fuß die Geschwindigkeit steuern kann. Das ist also für mein Handling zumindest das A und O. Es ist wie beim Autofahren, dass ich das Gas bestimme und nicht einen Motor habe, der einen definierten Umdrehung hat. Des Weiteren, wie sind die Erfahrungen mit längeren Hand- und Winkelstücken? Ja, da kann ich nichts dazu sagen, weil wir nur diese kurzen haben. Das sind also die Standard-Hand- und Winkelstücke. Wenn der Kopf etwas länger ist, dann ist es durchaus problematischer. Aber wenn Sie durchaus die kürzeren noch meinen, ja, ich denke, das geht auch, dass jeder so, wie er damit am besten auch umgehen kann. Ich für meine Visa jetzt schon seit vielen Jahren mit den Standard-Hand- und Winkelstücken und kann damit eigentlich jeden Fall adäquat versorgen. Weitere Fragen sind mir jetzt nicht mitgeteilt worden, oder doch? Ah, Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Transgingivale Einheilung, ja, das hatte ich bereits erwähnt. Und das in diesen Fällen nicht. Wo man es machen kann, ist durchaus, wenn man ein optimales Knochenlager hat und ein optimales Weichgewebs. Situation, da ist es gut möglich, dort praktiziere ich es auch, um den Patienten im Grunde um die zweite OP
zu ersparen. Und die letzte Frage war, ob wir hier in der Patientin Antibiotika verschreiben. Ja, sobald wir augmentativ tätig sind, bekommt die Patientin von uns grundsätzlich Antibiotika. Als Standardmedikation ist bei uns das Amoxicillin. Bei entsprechender Allergie gibt es das Clindamycin. Und ansonsten, wenn wir nicht augmentativ tätig werden und wie gesagt gutes Knochenlager auch haben, dann ist bei uns die ganze Versorgung ohne antibiotische Abschirmung. Sie bekommt natürlich zusätzlich noch Schmerzmedikation, Ibuprofen 600 als Standardmedikation. Und ja, und so verlassen die Patienten bei uns die Praxis. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich als erstes bei der Patientin, bedanke mich für das Zusehen und bedanke mich natürlich auch bei meinem Team, was wieder sehr umsichtig hier agiert hat. Und wünsche Ihnen allen noch eine sehr schöne und besinnliche Adventszeit, einen schönen Ausklang des Jahres 2017 und natürlich auch einen guten Start im neuen Jahr. Und sage Tschüss aus Leipzig.